wünscht euch viel Vergnügen bei der nachfolgenden Sendung. Hi, ich bin Nicole Dollezell und ich sage herzlich willkommen hier aus dem A-Dance Club Over 21 in der Millennium City, hier bei 24 Minutes of Fame auf W24, der Sendung der Wiener Newcomern, gelegentlich auch etablierten Musikern, eine Plattform bietet. Die Musiker geben hier ihre Songs zum Besten und zeigen sich auf der Bühne und hier bei mir im Interview von ihrer besten Seite. Da ist alles mit dabei, jede Genre von Rock, Pop, Electro, alles dabei. Heute haben wir Austropop, Markus Pomykal bei mir. Und du kennst ihn vielleicht, er war erst vor kurzem bei Herz von Österreich. Und ich würde sagen, wir hören gleich mal rein in seine erste Nummer. Ich hab's geschafft. Gern Samstag fort mit meiner Welt. Was mir hätte aufgefreut, aber eins weiß ich genau, heute bin ich mal nicht blau. Es kann doch auch einmal ein stilles Wasser sein. Ich hab's geschafft, ich spür es ganz tief in mir. Ich hab's geschafft, nie wieder ein Schluck Bier. Bis zur Sperrstunde bleib, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ja, immer sind dort sehr viel Leid, jeder hat sein Glas auf Wein. Doch ich bestell kein Sprit, aber das muss halt nicht sein. Ich setz mich hin und reiß mich zusammen, die werden doch a Cola haben, weil ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft, ich hab's geschafft, ich spür es ganz tief in mir. Ich hab's geschafft, nie wieder ein Schluck Bier. Nie wieder Kopfe, nie wieder Spam, nie wieder bis zur Sperrstunde bleib. Ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. Fühlt euch alle, wer nicht gesauft ist nicht dabei. Habt mir gern mit euch einen Gruppenzwang. Ich möcht jetzt der Krachel haben, weil ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ich sich euch jetzt mit anderen an, dass ich so war, kann ich nicht glauben. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft, ich spür's ganz tief in mir. Ich hab's geschafft, nie wieder ein Schluck Bier. Nie wieder Kopfweh, nie wieder Sperren, nie wieder bis zur Sperrstunde brennen. Ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. Markus, ich freue mich, dass du heute bei mir bist. Danke für die Einladung. Gern. Du, die erste Nummer war jetzt Ich hab's geschafft. Das ist eine sehr tiefgründige Nummer. Da gibt es doch garantiert eine Story dahinter, oder? Ja, ich habe einen sehr guten Freund. Das ist ein schwerer Alkoholiker gewesen. Okay. Und der hat durch das Lied, ich habe das Lied für ihn geschrieben, weil ich mir gedacht habe, dass er durch das Lied vielleicht unterstützt wird beim Aufhören. Und immer, wenn er einen Durst gehabt hat, hat er sich eben das Lied angehört und hat dann halt nicht zum Alkohol gegriffen. Und wirklich? Hat ihn halt unterstützt dabei. Puh, das ist aber ein ganz schöner Freundschaftsdienst. Also du hast ihm die Nummer geschrieben und ihm dann auch noch die CD gegeben und gesagt, okay, wenn es dir schlecht geht, dann hör rein und dann schaffen wir es gemeinsam quasi so, ja, oder? Ja, so ähnlich war das, ja. Oh, sehr schön. Eine wirklich rührende Nummer. Und wie bist du jetzt, bist du schon als kleines Kind, hast du schon Austropop gehört oder wie bist du zum Austropop gekommen?
Ja, damals, wie ich noch jung war, war Austropop eben sehr populär. Und da hat es halt wenig ABBA hat's gespielt und so Sachen, also wenig englische Sachen. Und hauptsächlich hat man gehört nur Ambrose, Fendrich, Danzer. Im Radio meinst du? Ja, Boris Bukowski, das ist sehr, sehr viel gespielt worden damals eben noch. Und ja, da habe ich das als Kind halt eben oft gehört und das hat auch dann in mein Interesse in Richtung Austropop geweckt, weil das war für mich die schönste Musik. Ich habe auch alles verstanden als Kind. Wenn man noch jung ist und noch nicht Englisch kann und so, dann ist es natürlich viel schöner, wenn man österreichische Musik hört, wenn man die Texte versteht. Ja. Und wenn man dann jung ist und man hört nur englische Texte, versteht es aber nicht, dann hört einem der Text auf zu interessieren, dann fängt man nur mehr an, die Musik zu hören. Ist eh klar. Keiner hört dann mehr von Text und das ist sehr schade, dass das soll nicht so enden, dass die Leute sich nur mehr Musik anhören, man braucht gar nicht mehr singen. Ne? Ja, hat dich mehr berührt, dass es einfach auf Deutsch war, ne? Und wie ist die Gitarre dazu gekommen? Ja, mit 12 Jahren habe ich meine erste Gitarre in die Hand gekriegt. Wirklich? Schon so das früh? War die Gitarre von der besten Freundin von meiner Schwester, die hat sich eine Gitarre gekauft und wollte eigentlich spielen lernen und hat es dann nach 10 Minuten auf die Seite gelegt, so wie es sehr üblich ist bei den 90% aller Leute, die Gitarre spielen wollen. Irgendwann hat man keinen Ehrgeiz mehr dafür, gell? Es interessiert einen und dann irgendwie so wird es schwieriger. Das hat damit nichts zu tun. Das hat eigentlich damit, wenn man sich hinsetzt und man fängt zu üben an, da kommt nicht gleich was raus. Ja. Und die meisten Leute denken sich, jetzt kaufe ich mir Gitarre, setze mich hin, nach 10 Minuten habe ich ein Lied. Aber das dauert wirklich, ich sage mal, 4-5 Tage, bevor das erste Lied rauskommt. Ja, ne? Und da ist man, glaube ich, schon schnell. Auf, ja. Und ich bin von der Schule heimgekommen, habe die Gitarre genommen und habe stundenlang gespielt, auch wenn nichts rausgekommen ist. Keine Noten lesen können, gar nichts. Bis ich dann mein erstes Gitarrenbuch gekriegt habe, da sind die Touren drinnen gestanden. Also was ist ein D, was ist ein G, was ist ein C, was ist ein E-Moll und so Sachen. Und dahinter waren dann eben die ersten Lieder drin. Das erste Lied war Lady in Black. Das sind zwei Griffe, das ist ein E-Moll und ein D. Mit dem kann man gut anfangen. Ne? Aber du hast es so, du kannst Noten oder kannst nicht Noten lesen? Ich kann überhaupt nicht Noten lesen. Ne? Gar nicht? Noch immer nicht, ne. Und du hast es einfach nur nachgespielt aus dem lernen. Buch oder wie? Aus dem Buch, ja, das sind 6 Seiten aufzeichnet und die Punkte, wo man drücken muss. Und drüber steht, was das ist, E-Moll oder was, dann sieht man dann die 2 Punkte übereinander bei der richtigen Seite. Und da greift man dann halt drauf und spielt das durch und das kommt halt nachher. Ne? Okay, cool. Und die erste Nummer, die du gespielt hast, war? Lady in Black hat das geheißen. Das war ein Lieblingslied von meiner Mutter und die hat es dann nicht mehr hören können, weil ich das wochenlang gespielt habe als einziges Lied, das ich können habe. Nach dem 1000. Mal dann schon so, Markus, bitte nimmer. Und weil ich eben englische Musik, weil mich die nicht so interessiert hat, ich habe das nur zum Üben gebraucht, da ist kein einziges deutsches Lied drin gestanden, habe ich dann angefangen, eigene Lieder zu komponieren. Das war 2 Jahre später, da habe ich schon ein bisschen spielen können. Mit 14? Mit 14 habe ich dann angefangen, eigene Lieder zu schreiben. Wow. Und bis heute habe ich über 200 Lieder schon geschrieben. Wahnsinn! Dachte das, ja. Aber es war einfach leichter für mich, Lieder zu schreiben, als Lieder zu kopieren. Weil wenn ich keine Noten lesen kann und so Sachen, dann kann ich es nicht nachspielen. Ne? Da habe ich angefangen, einfach selber irgendwelche Texte zum Schreiben und Lieder. Und habe dann angefangen, meine Freunde zu begeistern. Gut, am Anfang waren es noch nicht so begeistert. Aber es ist immer mehr geworden bei über 200 Songs. Am Anfang habe ich gesagt, oh Gott, der hat schon wieder die Gitarre mit. Und später haben sie sich dann schon gefreut, wenn ich mit der Gitarre gekommen bin. Wenn ich dann schon ein bisschen länger geübt gehabt habe. Ne? Und das machen sie bis heute. Ne? Also würde ich sagen, wir hören gleich in die nächste Nummer rein. Die nächste Nummer ist Ich liebe dich. Wir sind noch dringlich, füllen mich mit Glück. Hast dir mein Herz genommen und ich will es nicht zurück. Schenk mir noch ein Lächeln, eines nur für mich. Du gibst mir so viel Freude und dafür liebe ich dich. Ich lieb dich mehr als mein Leben. Ohne dich seh ich kein Glück. Ich lieb dich mehr als mein Leben. Gib mir mein Herz, bitte nie zurück. Wenn ich morgens aufwach und du bist nicht hier, dann
seh ich mir dein Foto an und bin ganz nah bei dir. Ich umarme meinen Polster und ich erinnere mich. Ohne dich fühle ich mich einsam und dafür liebe ich dich. Ich lieb dich mehr als mein Leben. Ohne dich seh ich kein Glück. Ich lieb dich mehr als mein Leben. Gib mir mein Herz, bitte nie zurück. Fühl mich bei dir geborgen, gib dir jeden Augenblick. Will dir mein Leben schenken und will es nicht zurück. Du brauchst kein Geld, brauchst keinen Luxus, nein, du brauchst nur mich. Ich spüre deine Wärme und dafür lieb ich dich. Liebe dich, das war jetzt aber kein Dialekt, sondern das war jetzt Hochdeutsch eigentlich, oder? Ja, es ist wie mit mir, wenn ich rede. Manchmal rede ich Dialekt, manchmal rede ich Hochdeutsch. Wenn ich telefoniere, rede ich nur Hochdeutsch. Wirklich? Ja, und beim Reden rede ich einmal Dialekt und einmal Hochdeutsch. Und wenn mir das Lied einfällt, so schreibe ich das dann halt auch. Also wenn ich jetzt ein Lied Hochdeutsch im Kopf habe, weil das fällt mir spontan ein. Ich setze mich nicht hier und denke über ein Lied nach oder so. Okay. Das habe ich auf einmal im Kopf und dann schreibe ich das schnell auf. Und wenn das in Hochdeutsch ist, dann schreibe ich es in Hochdeutsch. Dann und wenn es mal im Dialekt einfällt, dann schreibe ich es in Dialekt. Ich setze mich aber nicht hier und denke jetzt eine halbe Stunde über Lied nach, wie er das schreibt. Oder da ein Wort, wie er was reimt sich jetzt auf Love oder auf Liebe. Oder so, du schreibst es einfach von der Seele weg so. Ja, das muss man in einem runterschreiben. Sobald, manchmal fällt mir auch ein Lied ein, da fällt mir die erste Strophe ein und der Refrain. Und dann fällt mir nichts mehr ein, dann nehme ich es und lege es weg. Dann setze ich mich nicht hin und fange an zum Nachdenken, wie das jetzt weitergeht oder so. Okay, du wartest einfach, bis es dann kommt, oder? Ja, wenn der Fluss aus ist, dann lasse ich das ganze Ding liegen. Weil es funktioniert nicht. Okay. Alles, was man nachher zum Dichten anfängt, wird eigentlich kaputt. Unecht, ja. Stimmt, wird ein bisschen unecht, hast du eigentlich recht, ja. Dann wird das irgendwie so kommerziell nachher. Und wenn man seine Gefühle aufschreibt und es sind genug da, dann kann man das Ganze in einem runterschreiben und es wird fertig. Stimmt. Und da ist eigentlich wurscht, ob das Hochdeutsch oder Dialekt ist. Hauptsache ehrlich. Ja, wenn du es so aufschreibst, wie es dir einfällt, dann funktioniert es. Das muss nicht. Ja, das hat man gerade gesehen. Und Ich liebe dich ist jetzt wie entstanden? Also wie bist du einfach aufgewacht? Oder? Das ist die komplexeste Geschichte. Das ist das komplexeste Lied, was ich jemals geschrieben habe. Okay. Da habe ich geträumt, ich heirate und das Lied ist im Hintergrund gelaufen bei meiner Hochzeit. Und wie ich aufgewacht bin, nachher habe ich das Lied noch im Kopf gehabt und habe das gleich aufgeschrieben. Ne? Wirklich? Ja. Manchmal. Aber dann war es ein schöner Traum, also sowohl die Hochzeit als auch das Lied. Wenn was rausgesprungen ist dabei, ja. Dann war es auf jeden Fall ein guter Traum. Ich bin überzeugt, dass ich sicher mehr Lieder geträumt habe. Man merkt sich nicht immer einen Traum, wenn man aufwacht. Ja, stimmt. Gell? Ja. Viele Sachen merken sich. Aber wenn gerade das Lied hängen geblieben ist, dann hat es was damit. Ja. Wahrscheinlich schon. Und du bist ja Vollzeitmusiker, ne? Also du machst das Vollzeit, die Musik? Ich mache das hauptberuflich seit diesem Jahr, ja. Okay, und das heißt, was steht dann heuer so bei dir an? Also hast du irgendwas geplant, ein Album, eine Tour? Ist irgendwas geplant heuer, oder? Wir sind gerade mitten in der Produktion vom Album drinnen. Ah, cool, super. Vier Lieder haben wir bis jetzt erst aufgenommen. Und du verrätst wahrscheinlich nicht, wie es heißen soll. Ah, ich weiß noch gar nicht, wie das Album heißt. Okay, heißen wird. Na, vielleicht auch. Nicht überlegt. Da wachst du dann auch auf und weißt, wie es heißt. Nein, das ist einfach, wenn wir die Lieder fertig haben und
wir haben das Album komplett, dann machen wir uns halt auch immer nachher Gedanken darüber, welches Lied ich da jetzt nehme, wie das Album heißt oder okay. Was weiß ich, das ist noch nicht so genau. Aber du hast ja genug Auswahl, ne? Bei über 200 Songs. Die kommen nicht auf ein Album. Die werden sich auch wahrscheinlich nicht ausgehen. Aber wahrscheinlich die besten 20 werden wahrscheinlich so drauf landen, ne? Ja, so 12, 14 Lieder mal. Okay, super. Na, sehr fein. Und tourmäßig, was steht da so an? Ja, das ist eine grobe Tourplanung für Österreich-Tournee. Aber da weiß ich selber noch nicht mehr, weil, wie gesagt, wir sind erst am Anfang von der Planung. Ich habe noch nicht mal mein Album fertig, ich muss die Lieder zuerst einmal aufgenommen haben. Ich habe keine Band, ich brauche auch die Lieder, dass ich teilweise halblebig singen kann auch dann. Ja, ja. Okay. Das funktioniert sonst leider nicht. Okay. Ich hab aber Auftritte bekommen, nachdem ich bei Herz von Österreich war. Habe ich dich gesehen nämlich. Und am nächsten Tag haben mich so viele Leute angeschrieben und die wollen mich buchen und alles Mögliche. Und jetzt in Pinkerfeld habe ich bald einen Auftritt, da habe ich das Datum auch noch nicht gekriegt. Aber wenn du die Daten alle kriegst, dann finden wir sie wo? Die sind auf meiner Homepage dann, auf www.markuspomekal.at. Okay. Da sind übrigens auch die Lieder, die ich aufnehme. Die kann man dort gratis runterladen und gratis anhören. Das verkaufe ich nicht. Also wenn jemand meine Lieder gefallen, kann er sich die dort anhören. Die stelle ich die neuen Lieder immer drauf. Weil man muss ja nicht den letzten Cent rausziehen aus den Leuten. Also die können sich die Lieder dann runterladen, wie sie wollen, wenn es ihnen gefällt. Das finde ich sehr löblich und ich habe da auch schon reingehört. Und ich will mehr. Also gleich zum nächsten Song. Du bist du. Der kommt jetzt. Ja. Manchmal bist du super lieb, manchmal schreist mich an. Manchmal weiß ich nicht einmal mehr, was ich sagen kann. Manchmal bist du sehr korrekt, manchmal lass du alles stehen. Manchmal will ich bei dir bleiben, manchmal will ich gehen. Manchmal bist einfach nur du. Du bist so, wie du bist, und das ist gut. Manchmal bist einfach nur du, und das ist gut. Manchmal willst du starke sein, und gleich drauf fangst mich an, ob ich dir nicht vielleicht meine Schulter lächeln kann. Manchmal willst du alleinig sein, dann brauchst du Zeit für dich. Dann versinkst du in deiner Trauer und sagst, ich versteh dich nie. Bist einfach nur du. Du bist so, wie du bist, und das ist gut. Manchmal bist einfach nur du. Das ist gut. Manchmal bist du voll Gedanken. Die Bedeutung ist dann leer, ein Gedanke unnachgiebig, der Gedanke fad und schwer. Ich spüre, es ist nimmer weit, das Leben schließt mich aus. Ich hab nicht mehr so viel Zeit, ich will einfach nur raus. Ja, manchmal, da bist einfach nur du. Du bist so, wie du bist, und das ist gut. Manchmal, da bist einfach nur du. Und das ist gut. Bist du auch eine Hammernummer, wie die anderen zwei vorher auch. Jetzt würde mich aber trotzdem noch mal interessieren, ich würde gerne noch mal zurückgehen zu Herz von Österreich. Was war das für eine Erfahrung für dich? Das war eine gute Erfahrung für mich.
weil ich bin davor nie auf einer Bühne gestanden oder so. Ich habe immer nur bei Wirten gespielt, daheim und so Sachen. Und wirklich? Das war mein erster Bühnenauftritt, den ich wirklich gehabt habe. Okay, aber sehr gut. Ich hätte davor auch schon Chancen gehabt, dass ich spiele. Ja. Aber ich habe dann immer einen Rückzieher gemacht, meine Ex-Freundin und so Sachen, die wollte das nicht. Okay. Bei Herz von Österreich war das erste Mal, was ich wirklich durchgezogen habe. Bis zum Ende, da habe ich gesagt, ich mache es und ich habe es dann auch gemacht. Ja. Da bin ich zum Casting gegangen und bin durchgekommen auch gleich. Und von den 64 Besten, die durchgekommen sind, sind dann in ein Camp eingeladen worden. Da sind wir in die Duracher Höhe gefahren. Da habe ich auch sehr viele Leute kennengelernt, zum Beispiel die Hanna habe ich kennengelernt, die ist auch schon ziemlich bekannt. Ja. Andreas Cavalier habe ich kennengelernt in der Show und so. Gut, ja. Aber hat mich sehr gefreut. Ja, ja. Ich habe einen Vocal-Coach gekriegt, das war der Birgit Denk, die ist auch sehr bekannt. Überhaupt auch sehr hilfreich, gell? Wenn du vorher irgendwie nie Bühnenauftritte hattest und dann kriegst du das alles zur Verfügung gestellt, ist das natürlich ein Wahnsinn. Ja, ne? Man wird darauf vorbereitet auf jeden Fall, auf einen Bühnenauftritt vorbereitet und Bühnenpräsenz lernt man und so Sachen ein bisschen was, also was sich in der kurzen Zeit eben ausgeht, die sie zur Verfügung haben. Ja, und wie ich dann bei der Show war, da bin ich zwar leider nicht weitergekommen, aber es hat mir trotzdem sehr viel geholfen, weil mich haben sehr viele Leute gesehen. Ich habe auch 3 Herzen bekommen. Also ja, das habe ich nämlich gesehen. Also du hast vom DJ Ötzi, ne, vom Lukas Blöckl und auch von der Stefanie Werger auch das Herzl nämlich gekriegt. Ich habe ein Herz bekommen, ja. Ja. Ich bin dann halt leider nicht mitgekommen, aber das macht gar nichts. Weil, ja, das hat sich sicher mich haben ne? sehr viele Leute gesehen. Ja. Ich bin am nächsten Tag, gleich nach der Show, habe ich E-Mails gekriegt und Nachrichten und Leute wollen, dass ich bei ihnen auftrete. Und Songwriter haben mich angeschrieben, sogar aus Deutschland, aus München. Na gut, die brauchst du ja nicht. Ob sie mir Lieder geben können oder ob ich die singen würde. Und ja. Also das sind auf einmal Sachen abgegangen. Innerhalb von einer Woche habe ich über 25.000 Mails bekommen. Von wirklich? Von Leuten, die gesagt haben, du warst der Beste in der Show und so. Wahnsinn! Also, da habe ich halt schon... Also auch die 5 Minuten, die ich dort gehabt habe, die machen viel haben aus, mich gell? Extrem raufgeworfen. Ne? Ja. Also auch wenn ich rausgefallen bin, muss ich dankbar sein, dass ich dort sein habe dürfen. Ist klar. Ja, überhaupt, wenn du sagst, du warst unter den 64 Besten, wie viele waren da denn überhaupt angemeldet? Ne? Das muss ja ein Riesenhaufen gewesen sein. Ja, in der Kronenzeitung standen 4.500 und 6.000 Leute, habe ich gehört, dann bei der Fernsehshow. Okay, dann wird es so irgendwas dazwischen gewesen sein, aber es ist ja Wahnsinn. So, ja, ne? Die neue Zahl habe ich selber nicht gehört, aber es waren zwischen 4.500 und 6.000 Leute. Okay. Die nicht genommen wurden bei der Show. Wahnsinn. Und du unter den besten 64? Unter den besten 64. Ja, das ist schon eine große Leistung. Ja, das ist eine Bombenleistung. Und jetzt sag noch einmal, wenn wir mehr Markus Pomykal wollen, wo finden wir es? Auf www.markuspomykal.at. Ja, oder? Das ist meine Homepage. Okay, gut. Da sind auch die Lieder zum Runterladen. Ah, cool. Und dann auf der Facebook-Seite. Ja. Da könnt ihr auch, also da habe ich eine einfach Fanpage. Liken. Da kannst du liken und reinschreiben. Und da finden wir auch alle Infos. Ich lese das auch wirklich selber. Ich habe da nicht irgendwem sitzen, der meine Fanpost beantwortet. Okay, das mache ich wirklich selber. Wenn es aber wirklich so viel wird, dass ich es nicht mehr beantworten kann, dann schreibe ich das auch auf die Page drauf. Und dass du ein bisschen Zeit brauchst. Ich sage, ja, pass auf, jetzt kriege ich am Tag 10.000 Mails. Okay. Ich kann nicht alle beantworten, ich suche mir es dann sporadisch raus, aber ich setze da nicht irgendwelche Leute hin und das ist auch verkaufe wichtig. Meine Fans. Das ist die ehrliche Art, die du auch in deinen Texten hast. Die ist wichtig. Und dann sage ich danke, dass du bei mir warst. Hat mich sehr gefreut. Danke, dass du mich eingeladen habt. Dankeschön, Markus. So, und ich würde sagen, wir schauen jetzt gleich einmal rein, wer hier das nächste Mal bei mir ist. Oh shit! Your boy DJ B1. Yo, what up, Austria? Please welcome my man, DJ Gute! Right to the bone. If you talking shit, man, there's gonna be more drama. If you talking shit, man, there's gonna be more drama. Hey, wir sind diese gute und wir sind das nächste Mal bei 24 Minutes of Fame mit Nicole auf W24. Wo? Auf W24, Bruder. Wo? Auf W24. Ja, okay, ich hab's verstanden. Okay, dann fuck. Schalt ein. Wahnsinn. W24 bis diese gute. So, und jetzt noch vielen lieben Dank an alle unsere Partner, allen voran den E-Dance Club Over 21 für die tolle Location hier in der Millennium City. Außerdem vielen Dank an AKG für den technischen Support. Und wenn du mal Starluft schnuppern möchtest, My Song Recording, da bist du richtig. Und wir sehen uns wieder bei 24 Minutes of Fame, eine Produktion der Atra GmbH für W24. Danke fürs Einschalten.